Hallo und herzlich willkommen bei chinahandys.net. Ich habe hier heute ein ganz besonderes Smartphone, und zwar das Flagship-Smartphone von Lenovo, das K900. Lenovo will in diesem Jahr jetzt auch den europäischen Markt erobern. Wahrscheinlich nicht mit diesem Smartphone, sondern mit ein paar anderen, aber das Smartphone gibt es als Import, die Bestellung ist kein Problem, wie es auch bei allen anderen China-Handys ist, geliefert innerhalb von 4 Tagen. Der Preis liegt inklusive Einfuhrumsatzsteuer bei ungefähr 350 Euro. Die Besonderheiten des K900, mal noch kurz auf den Punkt gebracht. Lenovo verbaut hier einen 2 GHz Intel Quad-Core Prozessor. Intel-Prozessoren kommen nur sehr selten in Smartphones zum Einsatz. Das hier ist eins der wenigen Smartphones überhaupt, das diesen Prozessor drin hat. Wir hier sehen schon die Verpackung. Oben das K900. Sieht alles sehr cool aus. Wie auch das Smartphone selbst, das ich jetzt hier mit euch zusammen mal auspacken werde. Gut, dann machen wir das Smartphone mal auf. Steht auch direkt Intel Inside. Die Verpackung ist einfach schon richtig geil. Und da ist auch schon das Smartphone. Das Smartphone ist extrem dünn, komplett aus Edelstahl. Es sind, glaube ich, nur 20% Kunststoff verbaut. Der Rest, hier die Rückseite, oben alles Edelstahl. Wir sehen hier 4 Schrauben, die das Rückcover halten. Der Akku ist natürlich nicht wechselbar. Ein Micro-SD-Karten-Slot gibt es leider auch nicht. Wir haben hier die 16 GB Version, es ist auch noch eine 32 GB Version erhältlich. Das Smartphone macht, wenn man es in der Hand hat, einen extrem wertigen Eindruck. Ist natürlich auch an dem Metall liegt. Wir haben hier einen CE-Siegelaufkleber hinten drauf. Schauen wir mal rein, was noch so dabei ist. Wir haben eine Anleitung. Leider nur komplett auf Chinesisch. Das hier sieht mir aus wie der Garantieschein. Lenovo gibt ein Jahr Herstellergarantie. Haben hier den Ladeadapter. Natürlich ist auch ein passender Adapter nochmal auf den europäischen Standard beim Smartphone dabei. Haben ein paar Kopfhörer. Und natürlich das Micro-USB-Kabel. Gut, dann schalten wir das Smartphone mal ein. Ich werde das Smartphone jetzt die nächsten Tage nutzen und dann einen ausführlichen Testbericht erstellen. Den findet ihr wie üblich auf chinahandys.net. Ich zeige euch jetzt mal noch kurz, ich denke, das Smartphone wird auf Chinesisch ausgeliefert. Ich würde euch jetzt noch kurz zeigen, wie ihr die Sprache einstellt. Und zwar
zieht ihr einfach hier oben das Einstellungsmenü runter, geht dann hier auf die Einstellungen und auf All Settings und dann sucht ihr nach diesem Zeichen. Und ganz oben wird dann die Sprache umgestellt. Gut, das war es jetzt soweit vom Unboxing. Dem Lenovo K900. Alle weiteren Informationen erhaltet ihr wie üblich auf schienehandys.net. Macht's gut.